Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Wirtschaft TV vom Frankfurter Börsenparkett. Bei mir ist Samir Bojadan von Master Trends, Charttechniker aus Leidenschaft. Und wir wollen auch mal auf die Charts gucken. Nach der EZB-Entscheidung sind die Märkte ja ganz ordentlich angesprungen. Ist das jetzt so die Erlösung und der Trend nach oben? Ja, hallo, Herr Koch, das ist richtig. Wir hatten also an dem Tag gesehen, dass die Märkte, ja, wenn man so möchte, außer Rand und Band waren. Wir haben beide Richtungen gesehen. Erstmal sind wir sehr, sehr stark Richtung der runden und psychologischen Marke Richtung 10.000 gelaufen. Dann aber auch im Anschluss am gleichen Handelstag Richtung der Marke 9.400 Punkte. Also eine Volatilität von sage und schreibe 6% in der ganzen Breite. Was jetzt natürlich entscheidend ist, ist die Bewegung im Nachgang zu bewerten. Wir sehen jetzt mit dem heutigen Handelstag, dass wir wieder erneut an der Marke knapp um 10.000 arbeiten. Und somit bleibt es abzuwarten, ob wir diese technischen Marken und natürlich auch mit unter anderem die psychologisch runde Marke nachhaltig rausnehmen. Übergeordnet muss man aber an dieser Stelle ganz klar sagen, dass die großen Widerstandsbereiche für eine mögliche Trendumkehr erst bei knapp 10.400 Punkte liegen. Also ist es hier sehr, sehr entscheidend und vor allem auch ja, maßgebend, diese Marke nachhaltig zu überbieten. Und deswegen zählt jetzt diese Bewegung nach der EZB-Sitzung nicht sehr, sehr stark, sondern es zählt einfach, was im Nachgang passiert. Wie können denn Anleger jetzt aus der Charttechnik lesen, wie sie ihre Strategie aufbauen sollten? Ja, also grundsätzlich ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man die Bewegung anhand von höheren Hochpunkten erkennt. Das heißt, mit Mario Draghis Tag, also sprich, dass also hier die Geldpolitik weitere Lockerungen vorgenommen hat, die Bewegung zu bewerten. Das heißt, wir sind jetzt insbesondere erstmal nicht nachhaltig über die 10.000 drüber hinausgelaufen. Und es ist einfach wichtig, zumindest mal über die abgeschlossenen Handelswochen, die im Nachgang soweit beendet worden sind, auch die Tendenz zu erkennen, dass die Bewegung nachhaltig ist. Und das müssen wir erst in den nächsten Wochen, wie gesagt, entscheiden. Und wichtig, einfach als übergeordnete Marke, damit unsere Zuschauer auch vielleicht da einen Anhaltspunkt bekommen. Erst über 10.400 kann man zumindest die ersten Entwarnungen aussprechen. Das heißt aber für Anleger erstmal ein bisschen die Füße stillhalten und genau schauen, was jetzt passiert oder doch einsteigen. Ja, also ich kann natürlich nicht für die Allgemeinheit sprechen, weil ich kenne die Strategie nicht, aber Aktien ist grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Anlageprodukt in der Hinsicht, dass man sukzessive Aktien mittel- und langfristig im Depot hat. Und wenn der Markt an sich selbst immer etwas korrigiert oder auch konsolidiert, ruhig mal auch wieder nachkaufen, um den Schnitt etwas zu verbilligen. Und von daher muss man natürlich erstmal schauen, welche Strategie im Einzelnen jeder für sich in Anspruch nimmt. Wir selbst auf Mastertrends warten erst auf charttechnische Kaufsignale. Das heißt, dass der allgemeine Trend vorhanden ist. Und da reden wir in Amerika als auch in Deutschland und vor allem auch in Asien, dass zumindest die Masse der Anleger bereit sind, auch nachhaltig Geld in die Märkte zu investieren. Und da stehen wir zwar unmittelbar bevor, aber der Markt muss noch weiterhin liefern, diese Signale zu setzen. Wenn denn die 10.400-Punkte-Marke fallen sollte, ist das dann wirklich das klare Ziel, dass wir vielleicht auf die 11 oder 11,5 locker hochgehen können? Genau darum geht es, Herr Koch, weil wenn wir diese Bestätigung haben von 10.400 Punkte, dann ist aber auch in der Charttechnik, zumindest auch in Form der Liquidität, weil der Markt diesen Weg angestrebt hat, nachhaltig darüber hinaus auszubrechen. Und dann hätten wir ja immer noch zwischen, ich sag mal, 15 und knapp 23% auf der Oberseite. Und somit ist eine Bestätigung zumindest von unserer Seite aus lieber, als irgendwo jetzt mittendrin reinzugreifen, weil von der Charttechnik her müssen wir natürlich ganz klar sagen, was zumindest hier in Deutschland betrifft, ist das lediglich eine technische Gegenbewegung, gemessen an der großen Korrektur von 12.500 Richtung der Marke 8.500 im unteren Bereich. Und da, wo wir uns jetzt befinden, das ist ungefähr die Hälfte Spanne vom Rücklauf, den wir sehen. Und deswegen ist es hier noch keine Trendumkehr, sondern erst eine technische Gegenbewegung. Also wir sehen, wir haben noch eine Menge Luft und werden die Marken ganz genau im Auge behalten. Samir Bojadan, Charttechniker und Experte von Mastertrends. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Wirtschaft TV.